in dieser Folge aus Goslar. Wir zeigen Ihnen einige Sehenswürdigkeiten der Stadt, informieren Sie über die Kaiserpfalz und blicken auf die lange Bergbautradition. Zusätzlich besuchen wir noch den Rammelsberg, den Ortsteil Hahnenklee und zeigen Ihnen noch vieles mehr. Willkommen zur 16. Ausgabe von Unterwegs in Niedersachsen. Die UNESCO verleiht den Titel Welterbe, dazu gehören Weltkulturerbe und Weltnaturerbe, an Städten, die sich aufgrund ihrer Einzigartigkeit und ihrer Authentizität dafür qualifizieren und die von den Staaten für diesen Titel vorgeschlagen werden. So lautet der erste Satz im Online-Lexikon Wikipedia zum Thema UNESCO-Welterbe. Die Stadt Goslar zählt zu diesen Weltkulturerbestätten der UNESCO aufgrund ihrer historischen Altstadt und dem Erzbergwerk Rammelsberg. Die Anfänge von Goslar sind schon bereits auf das Jahr 922 datiert und somit ist die etwa 41.000 Einwohner große Stadt Goslar schon über 1.000 Jahre alt. In unserem ersten Beitrag zeigen wir Ihnen einige Sehenswürdigkeiten und Eindrücke aus der Stadt Goslar. Goslar liegt im Südosten von Niedersachsen, zwischen den Ausläufern des Harzes mit dem sogenannten Rammelsberg und dem äußersten Südende des Salzgitter-Höhenzuges. Die Altstadt sowie das später noch zu sehende Erzbergwerk Rammelsberg wurden von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. So befindet sich hier auch eine sehr historische und gut erhaltene Altstadt. Diese Altstadt fügt sich wie ein Ring um die Marktkirche herum. Sie wurde nach den beiden berühmten Ärzten St. Cosmas und Damian benannt. Urkundlich erwähnt wurde sie erstmalig 1151. Der Nordturm der Kirche ist 66 Meter hoch und kann über 232 Treppenstufen bestiegen werden. Von dieser Turmstube aus wachte der Feuerwächter im 16. Jahrhundert über die Stadt. Nicht weit entfernt von der Kirche befindet sich der Marktplatz und direkt hier ist auch das Rathaus zu finden. Im Rathaus befindet sich seit 1520 der Huldigungssaal. Ein Raum, der vollständig mit Tafelgemälden und Rankenschnitzwerk ausgekleidet wurde. Gegenüber des Rathauses, auf der anderen Seite des mittelalterlichen Marktplatzes, befindet sich das Kaiserringhaus. Das Haus war damals das Kämmereigebäude. Anlässlich des Jubiläums 1000 Jahre Rammelsberger Bergbau wurde in dem Haus ein Glockenspiel eingebaut, welches von der Preussack AG gestiftet wurde. Das hier zu sehende Gebäude in der Wortstraße wurde um 1800 als Gasthof römischer Kaiser erbaut. Goethe weilte hier zwischenzeitlich auf seinen Harzreisen. 1862 wurde aus dem Gebäude ein Casino. 1958 wurde in dem Hause eine katholische Grundschule untergebracht. Der Zwinger in Goslar ist ein Batterieturm und Bestandteil der Befestigungsanlagen der alten Kaiserstadt Goslar. Mit einer Mauerstärke im unteren Bereich von 6,5 Meter, einem Durchmesser von 26 Meter und einer Höhe von 20 Metern gehört der Zwinger zu den stärksten noch bestehenden und genutzten Befestigungstürmen Europas. Heute beherbergt der Zwinger ein Restaurant im Erdgeschoss, drei Ferienwohnungen in der mittleren Etage und im oberen Bereich ein kleines Museum mit Waffen, Rüstungen und Foltergeräten aus dem Mittelalter. Die Kaiserpfalz in Goslar ist im 11. Jahrhundert entstanden. Das hier zu sehende Kaiserhaus ist der größte und zugleich besterhaltene Profanbau aus dieser Zeit in Deutschland. Er diente insbesondere den Salierkaisern als bevorzugte Aufenthaltsstätte. Im Kaiserhaus ist ein Museum untergebracht, von dem wir Ihnen leider keine Bilder zeigen können,
da hier Filmen und Fotografieren verboten ist. Vor dem Kaiserhaus befindet sich die sogenannte Domvorhalle. Hierbei handelt es sich um einen ehemaligen Eingang zum damaligen Stiftskirche St. Simon und Judas. Heute befindet sich in dem Gebäude eine Kopie des Kaiserstuhls. Er ist neben dem Thron Karls des Großen in Aachen der einzig erhalten gebliebene Thron eines römischen Kaisers des Mittelalters. Am Westhang des Rammelsberges liegt nahe des Herzberger Teiches der sagenumwobene Kinderbrunnen. Er gilt seit alters her als Fruchtbarkeitsquelle. Wie wir während unserer Aufnahmen feststellen mussten, kommen hier sehr viele Menschen her, um sich Wasser sogar für zu Hause mitzunehmen, da das Quellwasser sehr gut schmecken soll. Nur wenige Autominuten entfernt finden wir den Maltermeisterturm. Er diente damals als Wachturm für das Bergwerk Rammelsberg. In der Nähe von Goslar befindet sich noch die Granetalsperre. In einem Besucherraum kann man sich über die Talsperre ausführlich informieren. Hinter ihrem etwa 61 Meter hohen und 600 Meter langen Damm staut sich ein weit verzweigter und ca. 3 Kilometer langer See. Mit einem Fassungsvermögen von 46 Millionen Kubikmeter Wasser ist die Granetalsperre die größte Talsperre im Westharz. Eingangs erwähnte ich schon das Erzbergwerk Rammelsberg. In diesem Bergwerk wurde über 1000 Jahre lang nahezu ununterbrochen der Bergbau betrieben. Einer Sage nach soll der Berg seinen Namen von einem Ritter namens Ramm erhalten haben. Auf einem Jagdausflug band der Ritter sein Pferd an einen Baum, um dem Wild in unwegsamem Gelände zu Fuß hinterherzulaufen. Das Pferd scharrte in ungeduldiger Erwartung seines Herrn mit den Hufen und legte so eine Erzader frei. Heutzutage kann das Bergwerk besichtigt werden. Zusätzlich befindet sich hier noch ein Museum. In unserem zweiten Beitrag stellen wir Ihnen kurz das Besucherbergwerk Rammelsberg vor. Der Rammelsberg ist ein 635 Meter hoher Berg am Nordrand des Harzes, südlich der Stadt Goslar in Niedersachsen. In ihm befindet sich das hier zu sehende bekannte Bergwerk. 1988 wurde nach über 1000 Jahren nahezu ununterbrochenem Bergbaus die Erzförderung eingestellt. Seit 1992 gehört das Besucherbergwerk Rammelsberg zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das Museum befindet sich in den Übertageanlagen des Rammelsberges. Hier wird einem die Geschichte des Bergbaus der letzten 1000 Jahre näher gebracht. Unter anderem sieht man hier auch etwas zur Geologie und Mineralogie des Rammelsberges. In der ehemaligen Kraftanlage wird auch moderne Kunst gezeigt. Hier befindet sich zum Beispiel der verhüllte letzte Erzförderwagen. Das Kunstwerk ist eines der wenigen von Christo, welches dauerhaft verhüllt ist. Neben dem Besuch und einer Erkundung des Museums kann man auch an Führungen in den Rammelsberg teilnehmen. Dieser kann entweder zu Fuß oder mit der Grubenbahn erkundet werden. Das Museum ist täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für das Museum inklusive einer Führung kostet pro Erwachsener 13 Euro. Wer sich für die Arbeit unter Tage interessiert oder einfach nur, wie es in einem Bergwerk aussieht, der ist hier richtig aufgehoben. Ein Besuch lohnt sich daher auf jeden Fall.
Ein kleiner Ort mit gerade mal ca. 1200 Einwohnern gehört zwar zu Goslar, liegt aber doch einige Autominuten vom Stadtzentrum entfernt, am Hang des Boxberge im Oberharz. Der Ortsteil Hahnklee zeigt sich im Sommer wie auch im Winter von vielen Seiten. Die Seiten des Ortes im Winter werden wir Ihnen in unserem dritten Beitrag ein klein wenig genauer zeigen. Fast 20 Minuten fahren wir mit dem Auto über Serpentinen zum knapp 18 Kilometer von Goslar entfernten Ort Hahnklee. Hahnklee ist mit seinen 1200 Einwohnern zwar ein sehr kleiner Ort, aber durchaus und gerade im Tourismus bekannt. Bei Ankunft im Ort fällt einem sofort die zentral liegende Stabkirche auf. Der Bau ist eine freie Nachbildung der Stabkirche von Borgund. Einige Adaptionen waren nötig, damit in der Kirche 350 Sitzplätze untergebracht werden können. Der Bau der Kirche begann 1907. Ihre Weihe fand am 28. Juni 1908 statt. Laut einer Umfrage des NDR steht sie unter den 100 bedeutendsten Bauwerken Norddeutschlands auf Platz 29. In Hahnklee finden wir auch den Liebesbankweg. Es handelt sich hierbei um einen Rundwanderweg mit liebevollen Bänken und Verweilzonen. Unter dem Namen Erlebnisboxberg kann man noch viele Attraktionen hinsichtlich des angrenzenden Berges erleben. So befindet sich hier zum Beispiel eine Rodelbahn für den Winter, aber auch eine Rodelbahn für den Sommer. Eine Seilbahn bringt einen hinauf auf den Boxberg. Hahnklee ist der ideale Urlaubsort. Wer also Urlaub in Deutschland machen möchte, sollte zumindest Hahnklee einmal in Betracht ziehen. Hahnklee hat im Übrigen jährlich alleine ca. 450.000 Gäste. Wir werden im Sommer diesen Ort auf unseren Touren noch einmal besuchen und Ihnen hiervon in einer späteren Folge ein kleines Update zeigen. Wir hoffen, dass Ihnen auch diese Folge wieder gefallen hat. Nun geht es mittlerweile langsam wieder auf das schönere Wetter zu und wir haben noch diverse Folgen geplant und in Vorbereitung. Einbeck werden wir in unserer nächsten Folge zeigen. Aber wir haben auch noch viel weiteres geplant. So werden wir uns zum Beispiel wieder an die Nordseeküste begeben, das Weserbergland durchkämmen und auch den Harz besuchen. Freuen Sie sich also schon einmal auf weitere interessante Folgen. Wenn Sie Tipps, Anregungen oder auch einfach mal wollen, dass wir Ihre Sehenswürdigkeit oder Ihre Attraktion besuchen und vorstellen, dann schreiben Sie uns einfach eine kurze persönliche Nachricht und wir melden uns bei Ihnen kurzfristig. Natürlich freuen wir uns auch über jeden neuen Abonnenten. Und wenn Sie noch mehr von uns wissen wollen, dann besuchen Sie einfach unsere Facebook-Seite. Ich freue mich, wenn ich Sie auch bei unserer nächsten Folge wieder begrüßen kann. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen.